Bastelzeit und heute gucken wir uns mal wieder etwas an, was wir schon mal hatten. Und zwar diesen kleinen Wust hier. Ja, ich hatte vor etwa einem Jahr mal gezeigt, wie man so einen HD44780 Zeichendisplay mit einem ESP8266 verbindet. Das Ding habe ich hier immer noch im Einsatz, das habe ich neben meiner Werkbank stehen, zeigt dann an, wie viel Strom gerade über Solar reinkommt, wie viel Strom allgemein hier in meiner Werkstatt verbraucht wird und ein paar Temperaturen, so als kleines Dashboard, um die wichtigsten Werte immer im Blick zu haben. Leider aber nicht ganz so zuverlässig, denn ja, ich hatte das damals ja hier mit diesen Duport-Kabeln gemacht, also einfach zusammengesteckt und ja, die sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie einen sehr guten Kontakt machen und ich habe immer wieder Wackelkontakte drin, sodass da plötzlich das Display abhanden kommt, dass irgendwie der ganze Controller abstürzt und das ist alles eher unschön. So, und ich war gerade irgendwie Zeugs am Machen, hab mir ein sogenanntes Stencil gerade fertig gemacht, wollte das bestellen und dabei ist mir aufgefallen, bis zur nächsten Stufe vom Porto habe ich ohnehin noch was frei, ich könnte ja noch eine Platine mitbestellen, also wieso nicht mal hier dieses System statt mit den Kabeln mit was Fixem machen? Also basteln wir mal eine kleine Platine, die genau diese Kabelverbindungen ersetzt. Das Ganze ist danach gesteckt mit vernünftigen Federkontakten oder sowas. Und dann sollte es da auch nicht mehr so Probleme geben mit Wackelkontakten. Oder? Klingt nach einem Plan. Fürs Design nutze ich wie üblich bei mir KiCad. Ist Open Source und kann man sich so herunterladen. Fürs LC-Display geht das relativ einfach. Da gibt's ein fertiges Symbol und Footprint, was genau zu dem passt, was ich hier habe. 2x16 Zeichen, das kommt hin. Auch dazu kommt noch ein Poti, das ist aktuell am Display festgelötet. Mache ich dann auch aufs Board mit drauf. Wenn wir eins haben, können wir es auch nutzen. Nicht ganz so viel Glück hatte ich dann beim ESP8266. Da sind zwar ein paar im Library Manager, aber das sah jetzt alles nicht so aus, als ob das dem Node-MCU-Nachbau, den ich hier habe, entspricht. Deswegen bin ich gerade hingegangen und habe mir das Ganze einmal zusammengeklickt. Sprich, ein eigenes Symbol gemacht, sodass das Ganze dann auch klappt. Nicht, dass ich nachher irgendwie falsche Pin-Abstände habe oder sowas und das Ding dadurch für mich irgendwie unnütz wird. So, für die Schaltung hatte ich noch eine Frage und zwar die Hintergrundbeleuchtung. Die war bisher einfach an einem GPIO-Pin angeschlossen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn ich die mit 3,3 Volt hinten betreibe, ob das so gut ist, ob der ESP das aushalten kann. Da geht ja doch ein bisschen was an Strom drüber. Ich habe da nur gemessen, wenn ich da die Hintergrundbeleuchtung an mein Labornetzteil mache bei 3,3 Volt, da fließen ungefähr 4 mA. Für den ESP8266, die Angabe, die man am meisten findet, ist, dass er 12 mA pro Pin aushält. Das heißt, da ist mehr als genug Luft. Der sollte also in der Lage sein, die LED des Hintergrundbeleuchtung von jedem Display direkt zu schalten. Das heißt, ich werde es auch hier wieder direkt anklemmen und nichts vorsehen, irgendwie für einen Transistor oder sowas. Der Rest von der Schaltung sehr überschaubar. Wir haben lediglich die 4 Datenleitungen und 3 Steuerleitungen. Der klassische Aufbau. Die anderen Datenleitungen mache ich beim Display direkt auf Ground. Muss man meistens nicht, aber hey, sauber ist sauber. Und zudem dann entsprechend die Verbindungen von den LEDs, die Stromversorgung und das besagte Poti. Wenn wir das jetzt in eine Schaltung verwandeln wollen, brauchen wir natürlich noch die entsprechenden Footprints, also wie die Bauelemente am Ende auf dem Board aussehen, die eigentliche Größe, die Pinabstände und so weiter. Denn bisher habe ich ja nur die Schaltpläne gemacht. Da muss ich dann entsprechend auch wieder ein bisschen selber Hand anlegen, denn weder für das Poti noch für den ESP habe ich was Passendes gefunden, aber ist ja schnell gemacht, gerade einen Kasten gezeichnet, paar Pins verteilt und schon ist das mehr oder weniger fertig. Zumindest wenn ich die Pinabstände richtig gemessen habe, aber naja, das sollte eigentlich passen. Danach dann auf Platinenebene das Ganze angeordnet, Display vorne, auf der Rückseite dann das Poti und der ESP eingesteckt. Alles natürlich so anordnen, dass sich das möglichst nicht in die Quere kommt und ja, es ist eine überschaubare Anzahl an Traces, also nicht viele Leiterbahnen zu verteilen, das geht dann relativ einfach. Musste es dann natürlich noch einmal drehen am Schluss, weil ich habe selbstverständlich direkt beim ersten Mal eine Kollision drin gehabt, den ESP auf der falschen Seite platziert, passiert. Am Ende sieht das Ganze dann hier so aus, wir haben eine fertige Platine mehr oder weniger, wir sehen hinten ist das Poti. Der ESP würde auch hier hinten drauf gesteckt werden. USB geht zur Seite raus und auf der anderen Seite ist dann das Display selber. Das heißt, das Ding ist einfach Huckepack. Es wird nicht größer als vorher, aber alles dann gut verbunden.
Was ich dann noch gemacht habe, ich bestelle ja hier bei JLC PCB, weil da habe ich halt schon das Stencil mir geklickt. Und bei denen ist es aktuell so, dass der Preis für Boards bis 10x10 cm derselbe ist. Das heißt, ob ich jetzt das hier so produzieren lasse oder ob ich jetzt Entenboard habe, was 10x10 cm ist, ist derselbe Preis. Ist natürlich jetzt ein bisschen unschön, mehr oder weniger, dass ich da Fläche, die ich quasi bezahle, verschwende. Deswegen bin ich hingegangen und habe das Ganze hier noch als Panel gemacht. Das heißt, also ich lasse das Design mehrmals auf derselben Platine fertigen. Gibt auch tausend andere Namen dafür, Nutzen, wie auch immer. Am Ende bin ich einfach hingegangen, habe das Design kopiert und da ich es gewohnt bin, mit kleineren Platinen zu arbeiten, habe ich nicht das Ganze als V-Groove ausgeführt. Das heißt also, da wird die Platine von zwei Seiten so eingefräst, dass man die am Schluss auseinanderbrechen kann, sondern ich bin hingegangen, habe die ausgefräst, nur ein paar Laschen stehen lassen und die dann mit Vias zugemacht, also solchen kleinen Bohrungen. Und ja, das sieht dann hier so aus. Mit etwas Glück kommt das dann auch so raus und ich kann am Schluss dann wirklich hingehen und kann die einfach auseinanderbrechen, ohne dass es allzu viel Stress macht. So, soweit der Plan. Hab's hochgeladen, bestellt und gewartet. Und ich würde mal sagen, die gucke ich mir dann jetzt mal hier fleißig an. Kleine Story dazu. Die hier kam vor ein paar Tagen. Die habe ich aber eine Woche nach einer anderen Bestellung rausgehauen und die ist noch nicht da. Das ist ein bisschen uncool. Na gut, die Wege des Zolls sind unergründlich. Gucken wir erstmal, was wir hier so Schönes haben und ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, wir haben unseren Aufdruck hier hinbekommen. Wir haben vorne das fürs Display. Und wir haben nichts, was so aussieht, als ob es direkt ein Fehler ist. Das ist noch schön. Man sieht auch, das sind jetzt tatsächlich so ausgefräst, wie das gedacht war. Mit der Mitte und dann hier die Bohrung dazwischen. Also, hier ist entsprechend der Slot reingefräst worden. Und dann sehen wir hier, dass man sich nicht ganz Mühe dabei gegeben hat, das viereckig zu machen. Na gut. Und daneben sind dann so ein paar Vias. Und das Ganze dann nochmal und zweimal macht dann ein Board. Die Frage ist, kriege ich das jetzt auseinander und funktioniert das einfach mit Brechen? Ist da hier die Struktur so stark geschwächt durch die paar Vias da, dass das so geht? Und ja, sieht gut aus. Geht auseinander. Ist jetzt natürlich kein schöner Bruch hier in der Mitte, aber ja, das ist jetzt erträglich. Im Zweifelsfall geht man halt nochmal mit einer Fräse oder irgendwas zum Schleifen drüber. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen hier gucken. Das hier sind ekelhafte Glasfaserfasern. Die tun weh, im Zweifelsfall. Schauen wir mal. Ich hatte ja schon sowas vorgesehen für das Poti. Dann löten wir das erstmal ab. Biegen wir mal hier ein paar Beinchen gerade. Schneiden da ein bisschen was ab. Dass wir mal wieder halbwegs sinnvoll das hier haben. So, eventuell sollten wir das nicht dahin setzen, wo das Display nachher hinkommt. Wow, ein Drittel aller Bauteile ist schon drauf. Dann brauchen wir jetzt davon einen 16er. Ich glaube, wir stecken erst aus und schneiden es direkt vor Ort. Dann kriege ich auch eventuell die richtige Stelle. Und ich schneide meistens dann auf einem Pin. Da ist das eh ein bisschen schwächer. Da verliere ich zwar einen, aber kann man, denke ich, verschmerzen. So. Habe ich es falsch rum dran gelötet? Nein. Das hier. So, eventuell sollte man da aber dann den hier zumindest so ein bisschen einstecken für die ersten Pins, dass wir zumindest etwas gerade kommen. Das Problem ist halt, die wackeln hier so viel hin und her. Das ist da immer ein Problem zu treffen, wenn man hier den einsteckt und dann die ersten beiden lötet, sodass sie halbwegs in der richtigen Richtung sind, geht das deutlich besser. So, wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt funktioniert und ich keinen Blödsinn gebaut habe? Haben wir hier irgendwo Strom? Ja, das sieht gut aus. Ha. Ich habe Schrift gesehen. Probieren wir das nochmal. Mal gucken, ob die Webcam das überhaupt aufnimmt. Okay. Gerade ging das noch. Also, Powerbank ausgegangen. Na toll. Jetzt klappt's schon wieder nicht. Hey! Und jetzt funktioniert's. Gut. Ich lasse das einfach mal so stehen. Krieg da auch Daten. Theoretisch müsste der Dienst noch laufen. Yay.
Und auch an der letztendlichen Stelle, wie wir hier sehen, das Ding funktioniert einwandfrei. Ich hatte seitdem jetzt keinen einzigen Ausfall mehr, dass er irgendwie durch einen Wackler mal das Display verloren hätte. Und ja, das hat auf jeden Fall deutlich geholfen. Wie man eventuell sehen kann, ich habe da immer noch keine Schrauben drin. Das ist alles nur gesteckt, also hier oben Display drauf gesteckt, hinten den ESP und an der Seite ist dann das USB-Kabel drin. Ist jetzt mit Sicherheit nicht die mechanisch stabilste Konstruktion, aber sie funktioniert halt bisher zuverlässig und ich denke, damit kann ich auch hier in Zukunft weiterleben. Ich habe jetzt jedenfalls die Möglichkeit, hier meine Werte die ganze Zeit wieder im Blick zu halten, ohne ständig das Ding rebooten zu müssen, weil irgendein Wackelkontakt die Verbindung zum Display unterbrochen hat. Das funktioniert alles recht zuverlässig und damit würde ich sagen, dieses kleine Adapterboard, was das alte Projekt dann hier ein bisschen zuverlässiger gemacht hat, tut, was es soll.